Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Euer Lukas wieder hier und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar einem Vergleichsvideo von zwei Produkten, die das gleiche Ziel haben, aber komplett unterschiedlich ausgeführt sind. Wie ihr seht, auf meiner Unterlage mehren sich die Löcher von Malen, wo mein Handy runtergefallen ist oder andere Dinge hier drauf gefallen sind. Aber darum soll es heute nicht gehen. Und zwar geht es heute um den Vergleich zwischen X17 und dem Traveler's Notebook. Und zwar habe ich hier einmal das X17 in der Größe A6 und einmal das Traveler's Notebook in der Größe Pocket. Beides wurde mir vom Matthias Büttner von X17 zur Verfügung gestellt. Trotzdem ist das Ganze natürlich wie immer ohne Einfluss und alles meine Meinung. Es gibt auch ein Vergleichsvideo auf dem Kanal von X17 dazu, wo die selbst mal kurz so ein bisschen die Unterschiede erläutern. Das Ganze verlinke ich euch dann auch unten. Genau, dann würde ich sagen, beginnen wir mal bei dem Traveler's Notebook. Also das ganze Material ist Leder, fühlt sich alles auch gut an, gut verarbeitet. Hier hinten eine Prägung drauf, Traveler's Notebook und das Ganze ist made in Thailand. Und ja, dann haben wir quasi ein komplett anderes Verschlusssystem wie bei dem X17. Und zwar, also erstmal der Verschluss an sich ist quasi hinten ein Loch drin. Und ja, dann können wir das Ganze quasi einmal so öffnen und haben dann hier alle möglichen Einlagen drin, die man halt frei kaufen kann. Wie gesagt, gibt es einiges an Einlagen. Quasi für jeden Zweck etwas. Aber um das eigentliche Papier soll es heute nicht gehen. Ich gehe trotzdem nachher mal ein ganz kleines bisschen drauf ein. Genau. Also wir haben hier einen Lederlappen quasi im Endeffekt, der bestehend aus einem Hauptband ist, was hier durchgeführt wird und dann hier oben befestigt wird, wie auch dieses Lesezeichen, wenn man das so nennen möchte. Und damit wird dann quasi das Buch in der Mitte befestigt und hält dann auch hier drin fest. Die Sache ist natürlich, man will es nicht bei einem belassen und gedacht ist das Ganze so, dass man das dann mit eben diesen Erweiterungsbändern hier einmal noch erweitern kann, mehr Hefte reinmachen kann. So ist es hier auch gelöst. Finde ich nicht so schön, einfach aus dem Grund, weil man sieht das Ganze, glaube ich, auch schon hier vorne. Kommt das eine Buch, was in der Mitte liegt, halt enorm raus und stört halt einfach nur, zerknickt, wenn ich dann das wieder schließe und ist halt dann sehr anfällig für Kanten in der Seite und es sieht halt einfach merkwürdig aus. So ist es gedacht. Ich weiß, viele machen es so, dass sie dann halt noch extra Löcher ergänzen, hinten in den Lederlappen drin, aber man soll das Produkt ja so benutzen, wie es gedacht ist. Ändern kann man immer noch Sachen. Das Ganze entsteht natürlich auch einfach dadurch, weil das Ganze einfach ein runder Lederlappen ist, hinten quasi einfach nur eine Rundung drin hat und keine wirkliche Kante hinten, sondern es ist einfach nur, einfach rund. Das Ganze passt auch perfekt in die hinteren Taschen einer Jeans rein, das habe ich auch probiert. Und ja, wie gesagt, Einlagen gibt es einige dafür. Das Ein- und Ausspannen, das funktioniert alles ganz solide, da kann man sich jetzt nicht beschweren. Preislich kostet es in der Pocket Size 44,90 Euro, also auch nicht gerade wenig Geld. Jetzt kommen wir mal zu den, also wie gesagt, Punkte, die mir gefallen. Die Verarbeitung ist gut, auch die Einlagen. Es gibt natürlich relativ viele Einlagen dafür. Wie gesagt, hier hinten ist quasi ein Kalendarium, was man halt sich halt frei einteilen kann. Dann verschiedene Papierqualitäten. Hier vorne Kraftpapier, hier so ein dünneres Papier und das gefällt mir gut. Und das war es auch größtenteils schon. Das ist das, was mir gefällt. Was mir nicht gefällt, ist einfach, wenn das Ganze so ist, dann ist es einfach, es hat keine geraden Ecken. Das Buch kommt vorne in der Mitte raus. Das sieht einfach nicht schön aus und dann geht halt eigentlich das kaputt, wo man seine Gedanken reinschreibt und weiß ich nicht, ob man das möchte. Ich finde die Anfälligkeit für Kratzer jetzt nicht schlimm. Das schreibt ja im Endeffekt das Leder dann auch eine Geschichte. Es erzählt die Geschichte, die man selbst damit erlebt.
Wie gesagt, es ist halt alles sehr wackelig. Und ja, irgendwie, es wirkt nicht zu Ende gedacht, das Produkt. Es wirkt irgendwie, ja, weiß ich nicht, merkwürdig. Dann nervt mich dieses Metallding hin. Klar, es ist ein Stilmittel, in dem, also es hat natürlich einen Nutzen, aber es ist halt, wenn man an Traveler's Notebook denkt, dann denkt man natürlich auch eben an genau diese Form. Und auch da, das hat natürlich Fans ohne Frage. Ich finde es halt, ja, weiß ich nicht, gerade wenn man hier die letzten Seiten beschreibt, dann ist es irgendwie merkwürdig, wenn man hierhin dann auf diesen Knoten quasi schreiben muss. Und ja, einfach das Ganze, es wirkt halt nicht rund. Es wirkt für mich nicht wie ein abgeschlossenes Produkt. Das ist quasi einmal das Traveler's Notebook für, wie gesagt, knapp 45 Euro. Und dann im Vergleich das X17. Kostet nur die Hülle, wie auch bei dem Traveler's Notebook gesehen, kostet hier 32,90 Euro. Und es gibt auch hierfür sehr, sehr viele Einlagen. In dem Fall ist es die Farbe Marone. Wie gesagt, Größe A6 und ja, auch Leder. Belgisches Vollrindleder ist das Ganze, vegetabil gegerbt, genauso pflanzlich gegerbt. Hinten haben wir auch eine kleine Prägung drin, und zwar einmal das X17 Logo. Und sonst, das gehört natürlich nicht mit dazu, das habe ich jetzt nur dran gemacht, einfach ja, um quasi auch Stifte befestigen zu können, ohne jetzt diese Lasche zu verkleben. Und das funktioniert für mich ganz gut, habe ich von den Mind Papers die Idee, und ja, gefällt mir sehr gut. Und deswegen auch so im Einsatz. Was mir hier schon mal besser gefällt, dass die Befestigung, um das Ganze zuzuhalten, nicht etwa auf der Hinterseite fest ist, sondern am Rand. Das heißt, es stört auch nicht, wenn ich quasi drauf schreibe. Und wenn ich es öffnen will, mache ich es beiseite und habe hier vorne auch nicht, wie beim Traveler's Notebook, dass das Ganze hier vorne dann irgendwelche Kanten ins Leder macht, sondern hier wurde mitgedacht. Und hier haben wir eine kleine Einkerbung, wo dann der Elastix quasi perfekt durchpasst, und dann wird auch nichts beschädigt. Genau, wie gesagt, befestigt wird das Ganze hier mit Elastix. Die sind auch schon perfekt vorgeschnitten, die Befestigung dafür. Und man hat halt einen richtigen Rücken in dem Sinne. Man hat halt nicht eine Rundung, wo die Hälfte dann unterschiedlich rausrutschen. Sieht man auch hier von oben perfekt. Der Vergleich, also hier alles schön in einer Reihe. Und hier irgendwie alles verrutscht und halb geknickt und so weiter. Das ist quasi ja, das X17, auch schönes festes Leder, fässt sich alles gut an. Und auch das ist natürlich, erzählt eine Geschichte irgendwann, man auch natürlich anfällig für Kratzer und so weiter, ohne Frage. Ist nun mal Leder, ist Naturmaterial, damit muss man rechnen. A6 ist ein bisschen größer als diese Pocket Size, passt aber trotzdem in die meisten Taschen noch mit rein. Wir haben, wie gesagt, hier eine schöne Bindung. Das Ganze passt ideal. Hinten nicht dieses Metall-Dingens dran. Die Einlagen werden, wie gesagt, auch hier mit diesem Gummi quasi in der Mitte einmal befestigt. Aber der Unterschied ist halt einfach, dass es hier dann ja ideal quasi reinpasst. Die Einlagenvielfalt ist auch hier enorm überwältigend. Es gibt so, so viele Einlagen, die man dafür nutzen kann. Auf der blanken Seite ist auch wieder eine ja, Lineatur quasi zum Drunterlegen mit dabei, dass man auch gerade schreiben kann. Und ja, mir gefällt A6 grundsätzlich. Ich weiß nicht, wer gerne mit dieser Pocket Size vielleicht arbeitet vom Traveler's Notebook. Die ist mir persönlich zu klein, um da wirklich produktiv drin zu schreiben. Aber wie gesagt, auch das ist natürlich jeder so, wie er mag. Und A6 gefällt mir der Form einfach, ja, einfach besser. Genau, wie man sieht, das habe ich auch ein bisschen schon beschrieben. Und dann würde ich sagen, komme ich auch hier noch kurz zu meinen Vorteilen, dann gucken wir uns das Papier gleich nochmal an. Vorteile, es ist, finde ich, einfach ein bisschen fester, man hat einen richtigen Buchrücken, alle Hefte sind gerade geheftet und stehen nicht irgendwie das mittlere vorne besonders raus. Man beschädigt auch kein Heft, wenn man den Elastix zum Schließen des Buches nutzt. Und ja, hat einfach ein kleines, kompaktes Buch. Ich habe das Ganze ja auch in A5, und wie gesagt, ich bin
Freund vom X17-System. Das brauche ich, glaube ich, niemandem verheimlichen. Ich glaube, das ist bekannt. Und ja. Auch hier gibt es, das hatte ich ja beim Treros Notebook auch drin, diese Doppeltaschenfunktion. Das heißt, hier ist es halt so ein Einschub. Und in dem Fall ist es hier eben diese Kunststoff-Doppeltasche. Funktioniert auch gut. All in all gefällt mir das einfach besser, weil ich hier das Gefühl habe, ich habe ein fertig entwickeltes Produkt in der Hand. Das habe ich halt bei dem Treros Notebook nicht. Das wirkt für mich irgendwie mehr so abenteurermäßig und mal kurz was zusammengeschustert. Genau, das Papier. Also ich finde beide Papiere gut. Jedes Papier hat irgendwo seine Vor- und Nachteile. Ist auch hier so. Die Tinten und so weiter kommen alle gut durch. Auch Sheen von der Skull and Roses kommt sehr gut raus. Das Durchscheinen auf der Hinterseite ist ja normales Ghosting halt. Nichts Schlimmes. Das Papier auch hier funktioniert gut. Man sieht hier halt in den Tinten, wie die Papierstruktur ein bisschen mehr rauskommt. Und trotzdem blutet es hinten nicht durch. Also perfektes, also für mich komplett ausreichendes Papier. Kann ich mich überhaupt nicht beklagen. Und dann noch das Treros Notebook Papier. Hier habe ich auch das, was in der Mitte. Ich glaube, das wird auch schon mitgeliefert, getestet. Auch hier funktioniert alles wunderbar. Die Tinten kommen gut raus, gutes Sheen, guter Sheen, gutes Shading. Auch hier Ghosting, ganz klar zu erkennen. Hier kommen die Tinten vielleicht ein bisschen glatter rüber, auch einfach weil das Papier ein bisschen glatter ist. Und bluten aber auf der Rückseite auch nicht wirklich durch, nur hier so an kleinen Stellen so ganz, ganz leicht. Aber alles nichts Dramatisches. All in all muss ich sagen, auch aus neutraler Perspektive heraus, das wirkt für mich einfach runder, mehr tauglicher als das, einfach weil ich weiß nicht, ich mag gerne Produkte, die rund funktionieren und das funktioniert für mich nicht rund, wenn ich nochmal an dem Produkt was ändern muss, was vom Hersteller nicht so gewünscht ist oder nicht so geplant ist. Ansonsten hat das ja selbst so umgesetzt. Und jetzt hier noch Löcher reinmachen, natürlich kann man das machen, aber dann ist für mich irgendwo der Sinnmissbrauch davon, weil das ist ja anscheinend der Sinn. Also, dass es genau so aussieht. Und dass man das halt dann quasi über diese Methode macht, dass man die äußeren zwei mit einem Gummi in der Mitte jeweils verbindet und dann das andere den mittleren Gummi durchzieht und das Notizbuch reinlegt. Und dann ja, endet das halt so, dass das mittlere Buch irgendwie raussteht und halt die Kanten irgendwie ein bisschen kaputt gehen. Deswegen würde ich definitiv zum X17 greifen. Ich bin X17-Fan, nicht erst seit gestern. Und auch das Treros Notebook hat seine Daseinsberechtigung ohne Frage. Für Leute, die halt diesen Look mögen und ja, weiß ich nicht, vielleicht die, ja, keine Ahnung, was dann noch groß überzeugt. Für mich funktioniert das einfach besser als das. Aber im Endeffekt ist es natürlich. Muss es jeder für sich entscheiden. Ich kann nur meine Eindrücke zu beiden Produkten preisgeben und ihr müsst dann für euch jeweils entscheiden, was euch besser gefällt. Preislich, wie gesagt, sind wir hier ein bisschen günstiger, hier halt ein bisschen teurer. Ja, hier ist die Farbauswahl natürlich größer. Also es gibt ja verschiedenste Materialien, auch hier nicht nur Leder, sondern halt auch, also nicht nur fertiges Leder, sondern auch Lefer und so weiter. Also ja, an der Auswahl scheitert es hier quasi nicht. Ja. Das soll mein kurzer Eindruck davon gewesen sein, von diesen beiden Systemen. Und damit würde ich auch sagen, beende ich das Video und ich danke euch ganz herzlich fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.